Willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Trading Video auf meinem Kanal. Ich habe heute hier eine perfekte Methode für euch am Start, mit der ihr sehr, sehr viele Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Däumchen hochgeben. Wenn du hier neu bist und nichts mehr verpassen willst, lass sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Und ja, Freunde, da habe ich immer noch sehr, sehr viele Fragen. Onkel, wie komme ich in deinen Top 100 Trading Discord rein? Ist sogar relativ einfach. Wenn du Twitch Prime hast, ist es sogar kostenlos. Einfach dein Twitch Sub bei mir einlösen. Twitch ist unten verlinkt. Dann verbindest du Twitch mit Discord und dann kannst du schon reinjoinen in meinen Server innerhalb von einer Minute. Wer natürlich kein Twitch Prime hat, kann natürlich auch einen normalen Sub da lassen oder auf YouTube natürlich auch eine Mitgliedschaft abschließen, geht beides. Auf der Suche nach PSN-Karten, Spielen oder sonstiges, dann checkst du sie gerne den ersten Link der Videobeschreibung aus zu meinem Partner Eneba. Gönn dir, kriegst du die besten Preise, siehst hier 50er PSN-Karte für 42 Euro und Spaß nochmal sehr, sehr viel und unterstützt mich. Gönn dir. Freunde, dann legen wir auch direkt los und ich habe hier wirklich eine heftige Trading-Methode heute für euch am Start. Zudem können wir erstmal kurz neu anbieten, die Karten, die sich nicht verkauft haben. Die UV-Spieler gehe ich nur ganz kurz durch, weil um die soll es heute nicht gehen. Die UV-Spieler zeige ich euch ja sonst immer. Gehen wir ganz kurz so durch, dass ihr die ja euch trotzdem merken könnt. Wer natürlich hier noch die UV-Spieler haben möchte, ja, seht ihr hier, wie gesagt, wer das die Liste komplett haben will, kommt einfach in meinen Discord. Und der Discord hat auch gestern diese Methode schon direkt bekommen. Und ihr seht das hier. Ich habe hier jeden Silberspieler für 450 verkauft. Ich glaube, ich habe auch keine mehr drauf. Wir können mal durchgehen. Ich habe, glaube ich, wirklich jeden verkauft für 450. Ich zeige euch so noch, was ich auf meiner Liste aktuell drauf habe. Sehr viele Goldkarten, weil die aktuell sehr, sehr gut funktionieren. Und noch ein paar Informs, noch ein paar Special-Karten. Aber die Silberspieler haben wir alle verkauft, wie ihr sehen könnt. Und es kam gestern diese eine Upgrade SBC. Und es kam gestern hier diese 80 plus Upgrade SBC. Die könnt ihr genau 100 mal abschließen und ihr braucht hier einfach mindestens Silber. Das heißt, du gibst hier einfach Gold oder Silberspieler ab. Aber die meisten kaufen anscheinend einfach nur Silberspieler. Deswegen sind alle Silberspieler so ungefähr bei 450 bis 500 Münzen circa. Und wir können damit natürlich sehr, sehr gut traden. Wie ihr die natürlich einkaufen könnt, zeige ich euch jetzt auf dem Transfermarkt. Wir überprüfen erstmal, was die genau kosten aktuell. Die schwanken immer, das solltet ihr immer machen, wenn ihr diese Methode macht. Einfach so, was kosten die gerade? Und ihr seht, ja, 450 sind die halt gefühlt direkt weg. 500 circa müsst ihr so 30, 40 Minuten warten. Also wenn ihr aktiv damit traden wollt, müsst ihr eher 450 machen, dass die sich relativ zeitnah verkaufen. Dann verkaufen die sich aber richtig schnell, muss man sagen. Was könnt ihr natürlich dann machen? Ihr stellt hier auf 350 ein und sniped alles, was ihr bis 350 bekommen könnt. Man muss sagen, ich habe PS4, ich habe da eh kaum eine Chance zu snipen, deswegen bin ich kein großer Freund von diesen Silberkarten zu snipen. Ich habe das gestern auch im Stream getestet, das lief einwandfrei mit den Karten zu erbieten. Du stellst hier einfach 300 ein, bietest auf jede Karte entweder 300 oder 350, ihr testet das. Wenn ihr merkt, oh, für 300 bekomme ich recht wenig, geht ihr auf 350. Aber ich sag mal so, in der Regel bekommst du eigentlich schon jeden zweiten mindestens, so im Schnitt würde ich sagen, jeden zweiten bekommst du so für 300 bis 350. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel merkst, oh, ich habe jetzt hier einen aus der Saudi League bekommen, der braucht man für Legion SBCs und der ist jetzt zum Beispiel auch 800 wert, kannst du natürlich auch ein bisschen teurer reinstellen, aber ich würde die Karten immer so reinstellen, dass die Karte von dem Spieler her die billigste Karte ist. Ich denke mal, das System habt ihr verstanden. Ihr seht das hier, man bekommt die auch, also man bekommt die für 300, 350, ein paar bekommt man nicht, manche wird halt auch zu viel drauf geboten, aber in der Regel bekommst du die meisten Karten für 300, 350. Ich würde sagen, wir stellen die jetzt mal alle gemeinsam rein und dann zeige ich euch, wie ich diese ganzen Karten anbiete. Wir schauen dann natürlich, ihr könnt die nachschauen, wer das nicht machen will, ist ja gar kein Ding. Ich würde die trotzdem kurz nachschauen, vielleicht habt ihr einen erboten, der ein bisschen was kostet, der kostet zum Beispiel gar nichts. Auch MLS gibt es zum Beispiel, Legion SBC, aber wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier nichts Besonderes bekommen. Wir haben jetzt, den hier würde ich jetzt für 500 reinstellen, wer natürlich sagt, er möchte nicht jede Stunde 100 Karten nachkaufen, weil, besser gesagt, ihr werdet da im Minutentakt die verkaufen, könnt ihr natürlich auch alle leicht UV reinstellen, dass ihr alle sagt, ihr stellt 100 Stück immer jede Stunde für 550 rein, und machst das natürlich auch jede Stunde, hast du immer 20, 30 Verkäufe, musst du nicht immer 100 Karten anbieten, kannst du natürlich auch mal, wenn du die natürlich für 450 reinstellst,
Das sind so 120, 130 Coins pro Karte. Dann geht das auf jeden Fall klar. Du hast die innerhalb von ein paar Sekunden los, diese Karten. So könnt ihr das auf jeden Fall machen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr schaut euch an, kosten die Top-Ligen mehr. Könnt ihr euch natürlich auch anschauen, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr bietet oder ihr sniped nur auf Top-Ligen. Und man sieht jetzt hier, ja, die Top-Ligen gehen eigentlich alle so in der Regel für 550 weg. Das heißt, ihr könntet hier schon mal ein bisschen teurer snipen. Wir sagen mal, wir würden dann bei der Bundesliga bis 400 snipen, hätten dann unser Prinzip von 100 Coins pro Karte, 150 Coins pro Karte auch hier wieder. Hier sehen wir zwei Stück jetzt für 450. Könnt ihr natürlich auch schauen, okay, der ist nur 500 wert, der lohnt sich einfach nicht, ist aber sofort gekauft worden. Und der Hatana könnte sogar jetzt mehr bringen. Ihr seht das hier, billigste Karte aktuell 650. Den könnte man jetzt mitnehmen und dann für 600 reinstellen. In der Regel gehen die eigentlich auch alle weg. Das sind halt immer nur wenig Coins, aber immer 100 pro Karte, dann könnt ihr die eigentlich so mitnehmen. Ja, ihr seht, die werden auch zügig gekauft. Hier, den nehmen wir jetzt mal einfach mit. Gucken wir mal, was der kostet. Als Beispiel für 450 habe ich ihn, glaube ich, jetzt bekommen. Der kostet halt jetzt leider nicht so viel. Ja, Freunde, was ich gerade noch gesehen habe, dass die Nonvers auch alle direkt bei 400 weg sind. Also sonst laufen die ja eigentlich aus. Was könnt ihr dann hier machen? Ich würde euch empfehlen, wer sagt, bei der Silbermethode, falls die wieder auf Mindestpreis sinken, was natürlich passieren kann, könnt ihr natürlich hier auf jeden Gold-Non-Wear-Spieler, die Methode könnt ihr eigentlich immer machen, aber jetzt sollte die noch besser laufen durch die Upgrades, dass ihr auf jede Karte 350 spielt. Ich habe jetzt leider hier nur 300 eingestellt, dass ihr auf jede Goldkarte 350 bietet. Versucht am besten Top-Ligen zu benutzen. Wenn ihr das supportet und Hashtag 1, viele schreiben Hashtag 1 rein, werde ich morgen eine 100er Liste testen, also für morgen das Video, eine 100er Liste damit testen auf meinem zweiten Account, weil auf dem Hauptaccount werde ich ja keine 100 Plätze frei bekommen, um so eine Geringverdienermethode zu testen. Dann teste ich das morgen auf meinem zweiten Account und ja, supportet das Video, Freunde. Dann bringe ich das morgen, zeige ich euch morgen, wie viel ich verkauft habe. Könnt ihr natürlich immer machen, die Methode sollte, wie gesagt, jetzt sehr, sehr gut gehen durch die ganzen Upgrades, durch die Gold-Upgrades, die Tages-SBCs. Bin ich mir sicher, dass sie hier, ja, gerade wenn du hier so einen deutschen Innenverteidiger aus der Bundesliga für 350 erbietest und den dann für 450 oder ihr könnt auch 500 reinstellen, sollten sich auch verkaufen, aber 450 wirst du mehr verkaufen, wenn du das mit 100 Stück machst. Gönner. Haben sich jetzt hier die drei Karten sogar direkt verkauft für 450. Der Portugiese ist noch nicht weggegangen, den haben wir ja für 500 reingestellt. Und so könnt ihr das die ganze Zeit machen. Ich könnte es die nächsten wieder reinstellen, wieder erboten haben und wieder für 450. Und so könnt ihr es die ganze Zeit machen. Wenn ihr wenig Budget habt, eine nice Methode, um Budget hier so aufzubauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Trading-Video. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da auf den Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haus rein, bis die Tage. Ciao, ciao!